Hallo und herzlich willkommen zu meinem 10. Monatsupdate. Ja, ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe mich jetzt längere Zeit nicht mehr gemeldet oder habe das Monatsupdate noch nicht geschafft zu drehen. Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt. Ich hatte sehr viel Stress und war viel unterwegs, deshalb habe ich nicht wirklich die Zeit dafür gefunden. Aber wie gesagt, hier ist es jetzt und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Fangen wir mit dem ersten Thema an und das ist die Gefühlslage. Ja, also diesen Monat, ich habe gedacht, es wird besser, dadurch, dass ich ja in Deutschland war. Aber leider habe ich recht doll Heimweh dadurch bekommen. Es war nämlich alles perfekt, als ich in Deutschland war. Es waren super 10 Tage, die ich dort verbracht habe. Ich habe Deutschland von der besten Seite gesehen. Das Wetter war toll. Es war einfach alles perfekt. Und dann halt wieder hierher zu kommen, in den Alltag, fällt mir immer noch sehr, sehr schwer. Das sind jetzt 1,5 Monate vergangen. Und ja, also gefühlsmäßig, mir geht's gut, aber ich habe halt immer noch recht doll Heimweh und würde am liebsten jetzt gerade zu Hause sein. Natürlich ist alles super toll hier, aber irgendwie wäre ich jetzt schon super, super gern zu Hause. Trotzdem bin ich sehr froh darüber, hier zu sein und ich versuche so gut wie es geht, meine Zeit zu genießen. Kommen wir gleich zu den Kindern. Ich habe ja im letzten Monatsupdate schon gesagt, dass die Kinder gerade Ferien haben und ja, es hat sich nichts geändert. Es ist einfach super, super, super anstrengend. Ja, heute war, glaube ich, eines der schlimmsten Tage, die ich bisher hatte oder der anstrengendsten Tage. Es war einfach so, dass die Kinder einfach nicht hören wollten und ach, es war einfach super, super anstrengend. Ich habe alle 5 Kinder natürlich gehabt und dann hat der Kleine geweint und haben die Großen sich gestritten und ich bin fast durchgedreht, weil es war einfach mega stressig, weil ich auch noch, wir waren jetzt die letzte Woche im Urlaub und da hatte ich jetzt noch die ganzen Koffer von den Jungs und die musste ich dann auch gleichzeitig waschen und gleichzeitig aber auch noch um alle Kinder kümmern und aufpassen, dass die kein Blödsinn bauen. Ja, also das war schon sehr anstrengend. Zum Kleinen kann ich sagen, dass der Fortschritte gemacht hat. Er fängt jetzt wirklich an zu reden. Also davor hat er schon Wörter mal nachgebrabbelt. Aber ich verstehe schon, was er jetzt sagen will. Und ja, das ist schon echt ein kleiner, süßer Junge. Ich weiß nicht, wie ich die Jungs dann später oder wie ich die ganze Familie hier verlassen soll. Es wird einfach super, super, super schwer werden. Dann würde ich sagen, erzähle ich noch kurz was zu meiner Gastfamilie. Ja, es ist wirklich so. Es verändert sich nicht so wirklich viel mit meiner Gastfamilie, also dem Verhältnis meiner Gastfamilie. Es wird, wenn dann schon, besser oder halt gleichbleibend. Und ja, jetzt ist es immer noch so wie den Monat davor und der davor, dass alles, ja, perfekt mit meiner Gastfamilie ist, dass wir ein super Verhältnis haben und alles glatt läuft. Kommen wir zur Sprache. Ich glaube, ich lasse die Sprache irgendwann mal raus, weil ich weiß echt nicht mehr, was ich dazu sagen sollte. Ja, die Sprache. Ich habe keine Ahnung, ob sich die jetzt irgendwie noch krass verändert oder nicht. Ich merke jetzt nicht viel oder ich merke ehrlich gesagt gar nichts. Ja, also ich weiß es nicht. Mir wird zum Beispiel auch ganz oft gesagt, dass mein Englisch sehr, sehr gut ist. Zum Beispiel habe ich letztens vorher einfach beim Einkaufen angesprochen, wir haben miteinander geredet und irgendwann sind wir dann auf das Thema gekommen, dass ich aus Deutschland komme und erst seit einigen Monaten hier bin. Und ja, da war sie richtig schockiert, hat gesagt, was? Du kommst aus Deutschland, bist erst seit ein paar Monaten hier, wo hast du so gutes Englisch gelernt? Ich habe gedacht, du kommst aus Amerika. Das ist natürlich das beste Kompliment, was man einem Nicht-Amerikaner sagen kann, dass man sich anhört, als wäre man einer. Und ja, sie hat gesagt, ich hätte es niemals gedacht, dass du nicht aus Amerika kommst. Und ja, das hat mich super, super glücklich gemacht, das zu hören, dass mein Englisch halt wirklich so gut ist, dass ich klinge, als wäre ich eine Amerikanerin. Dann kommen wir zu den Erlebnissen. Also es hat alles damit angefangen, dass die Saison für
Eishockey war. Und unsere Stadt hatte natürlich auch ein Eishockey-Team, nämlich Las Vegas Golden Knights. Wir haben natürlich ganz, ganz viele oder alle Spiele gesehen, sei es mit der ganzen Familie zu Hause oder beim Public Viewing oder mit Freunden. Ich habe sogar ein T-Shirt hier, was ich getragen habe, oder ein Jersey. Ja, so sieht das aus. Das habe ich natürlich dann immer getragen. Ja, Deutschland kam ja auch noch. Fußball-WM, aber da komme ich später noch zu. Danach ging es für mich zum Seien Nationalpark mit meiner Gastoma und den Gastjungs. Da habe ich einfach nur mit denen das Wochenende verbracht. Ja, ist nicht viel Spannendes passiert. Wir sind ein bisschen Fahrrad gefahren, waren wandern, waren im Wasser. Ja, also nichts Spannendes. Und danach war ich mit Natalie in Dallas. Da sind wir nämlich noch zum Geburtstag, hatte sie mir Mama Mia Karten, Musical-Karten geschenkt. Und das Musical war in Dallas, in Texas. Und ja, da sind wir dann hingeflogen und haben uns das angeschaut. Waren auch in der Stadt an sich und in Fort Worth. Ich glaube, so heißt die Stadt. Dann ging es wieder nach Hause und da hat schon gleich Tami auf mich gewartet, also meine Freundin aus Deutschland. Und ja, die ist für 3 Wochen bei mir geblieben. Ich habe natürlich, also wir hatten nicht so viel Zeit, da ich recht viel noch gearbeitet habe, natürlich. Wir haben natürlich trotzdem einiges unternommen. Wir waren zusammen in San Diego. Ich habe mir natürlich Las Vegas gezeigt. Wir waren beim Strip und bei meinen Lieblingsrestaurants. Die WM ist ja, oder für Deutschland war sie. Aber ja, wir waren oft beim Public Viewing oder nee, wir waren im Hofbräuhaus in Las Vegas und haben dort einige Spiele geguckt. Es hat echt super viel Spaß gemacht. Ich vermisse schon eine Person, die morgens hier neben mir in meinem Bett liegt, die nicht reden kann, weil sie immer noch so müde ist und einfach nur ein Peace-Zeichen zeigt. Ja, also habe ich schon einige Sachen vermissen. Sie war außerdem noch bei meinen Aufführungen vom Akrobatik und Ballett. Ich habe nämlich Akrobatik und Ballett Unterricht hier genommen. Das mache ich jetzt nicht mehr, aber ja, davon hatte ich Aufführungen. Und da war sie natürlich auch dabei. Und es war auch mal ganz cool zu sehen, wie so amerikanische Aufführungen sind. Ich hatte in Deutschland auch schon Tanzaufführungen. Aber es war schon mal irgendwie was anderes. An sich schon diese Outfits, wie viel Mühe sich da gegeben wird und das Stage-Make-up oder das Bühnen-Make-up. Ja, war ich nicht so ganz gewohnt, dass man sich da tonnenweise Make-up aufs Gesicht haut mit Fake Eyelashes und richtig krass roten Lippenstift und ja, also. Aber es war cool, mal alles miterlebt zu haben und es hat super, super viel Spaß gemacht. Und das letzte, wo ich war, ist das Cosmopolitan. Da war ich mit mehreren Freunden, da war Tami auch noch mit dabei. Und wir haben dort uns einen Film angeguckt, waren aber gleichzeitig, also das war ein Pool, da waren ganz viele Stühle drin oder ein großes Sofa oder so ein großes Bett. Und ja, da war ein ganz großer Bildschirm und da konnte man dann einen Film schauen. Das haben wir zusammen gemacht. Es war echt ganz cool, aber der Film war einfach irgendwie nicht so toll. Deshalb wäre es natürlich noch cooler gewesen, wenn der Film noch besser gewesen wäre. Dann kommen wir gleich zum vorletzten Thema, nämlich den Kontakt nach Deutschland. Dadurch, dass ich natürlich auch etwas Heimweh habe, ja, habe ich viel Kontakt zu meiner Familie zu Hause. Dadurch fühle ich mich den Menschen natürlich noch näher. Und das macht mich immer glücklich, wenn ich mit meinen Eltern oder mit meiner Familie oder Freunden telefoniere. Und dann sind wir auch schon beim letzten Thema angekommen, nämlich dem Geld. Das lief diesen Monat sehr, sehr gut. Ich habe nämlich einiges sparen können für den Reisemonat oder an sich Reisen, die jetzt noch folgen. Ich habe nicht einfach mal so viel Geld ausgegeben wie in den letzten Monaten. Zum Beispiel, keine Ahnung, ein Flug nach Deutschland einfach mal so oder eine Apple Watch, keine Ahnung. Also, das lief diesen Monat echt sehr gut. Und das war's auch schon wieder mit meinem letzten Monatsupdate. Ich hoffe, es hat euch natürlich wieder sehr gefallen und ja, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Update, nämlich dem 11. Monatsupdate. Also bis dann. Tschüss.